Roms Wetterturm, die Aussicht von da oben, muss umwerfend sein. Aber bevor wir hinaufgehen, will uns Luigi Iafrate in der Bibliothek etwas zeigen. Früher haben die Mönche hier das Wetter beobachtet, heute der italienische Staat. Iafrate ist Leiter der Station, ein Mensch der Zahlen. Als Beispiel die Aufzeichnung vom 18. März 1881. Die nächtliche Temperatur in Rom damals 1 Grad. Die niedrigste Temperatur der gestrigen Nacht war 13 Grad. Das sind 12 Grad mehr als 1881. Okay, ein Tag kann Zufall sein. Es geht um Tendenzen über einen langen Zeitraum. In Sizilien gilt seit Februar der Trockenheitsnotstand. Der größte Stausee ist auf einem Allzeitniedrigstand. Kein Winterregen, die Orangen sind klein wie Mandarinen. Problem auch der heiße Sommer. Bei langen Hitzeperioden verschließt sich die Pflanze. Die Hälfte seiner Bio-Orangen geht jetzt für einen Spottpreis an die Industrie. Die Landwirtschaft ist das Kerngeschäft Siziliens. Wenn das aufhört, sind wir schlecht dran. In Rom haben die Meteorologen im vergangenen Jahr im Juli 9 Tage in Folge mit mehr als 30 Grad protokolliert. Hitze im Sommer kennen die Römer, aber nicht so viele Tage in Folge. Und fast noch dramatischer ist der Winter. Früher geprägt vom sogenannten sibirischen Antizyklon, von Kaltluft aus Osteuropa. Die Winter waren früher hier immer kalt. Der sibirische Antizyklon machte seine Arbeit. Und heute hat sich die Situation geändert. Der Antizyklon, wo ist er? Endlich steigen wir hinauf auf den Turm. Passt auf, es sind 81 Stufen. Ironie der Geschichte, die Jesuiten hatten in Rom mit den Wetteraufzeichnungen begonnen, weil sich das Klima im 18. Jahrhundert stark abkühlte und sie Sorgen vor Missernten hatten. Rom. Wunderschön. Iafrate hat keinen Blick für die Bauwerke. Wir haben keinen Winter mehr. Natürlich bin ich besorgt. Ich denke, wir sollten aus der Geschichte lernen. Aber wir tun das nicht. Was bringt all das Wissen? Die ewige Stadt wirkt hier oben noch zerbrechlicher, morbider. Und Iafrate kontrolliert mal wieder am Handy die aktuellen Wetterdaten.